Recht herzlich willkommen zur 107. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal haben wir noch so viele Sachen gemacht, ne? Da haben wir noch Schiffe gekauft und so. Und da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir jetzt hier weiterkommen. Ja, die sind ja unterwegs, ne? Wir haben letztes Mal noch alle Städte abgeklappert, da war noch alles in Ordnung. Kurz hier. Ja, das sieht gut aus. Oh, drei Züge hier und keiner kriegt die Kohle, okay. Dann läuft es woanders über. Beziehungsweise ist genug da, ne? Läuft nicht über. Gehen wir mal hier in Stahlwerk und die haben Schrott, Kohle und Eisenerz. Naja, Beladung findet hier auch statt. Wird denn da noch angeliefert? Nee, ne? Die stehen hier wahrscheinlich auch und warten. Der hat 45 und der andere hat 0%. Der Schrottplatz ist da. Die haben 153 und beide Stahlwerke. Ja, das ist klar. Und da fehlt es wahrscheinlich, ne? Ne, doch, ist auch genug da. Weil ich dachte gerade, dass über das andere Stahlwerk da läuft. Und dann hätte ich mir vorstellen können, dass es nicht funktioniert. Gut, läuft aber. Gucken wir mal die Karte gerade nochmal groß. Ich gehe nochmal durch. Irgendwo war ja kurz davor, ne? Oder? Hier war kurz davor, da was hinkommen, ne? Ist aber noch nicht. Hier wird auf kurz oder lang ein Häuslein kommen, ne? Ja, alles gut. Hier wird es auch nicht mehr lange dauern, dann ist da auch irgendwo ein Haus. Döbeln hatten wir letztes Mal erst gemacht. Muss hier noch was passieren, ne? Und Radolf Zell ist wunderbar am Laufen, ne? Ach guck mal, hier ist was aufgelöst. Da, der Hopfen war es, ne? Der letztens, der Trecker mit dem Hopfen. Ist er schon wieder zurück, ja. Der hat 8% Beladung, ja. Der ist natürlich ziemlich langsam noch unterwegs, ne? Vielleicht sollte man diesen Trecker mal auswechseln. Das ist die Linie Hopfen. Gucken wir mal gerade ins Depot. Hopfen. Hopfen. Ja, wäre der mit dem. Hopfen. Da. Starten. Schließen. Wo ist die Hopfenlinie? Da ist er. Ja. Der hat jetzt 1 Kilo geladen, ne? Machen wir da Ausmuster, ne? Guck mal, dann lädt er auch nicht mehr und fährt gleich, alles klar. Jetzt bringt er den einen Hopfen noch weg und dann ist alles gut. So. Hier sieht alles gut aus. Machen wir die Karte dicht hier. Das Depot können wir auch dicht machen, den lassen wir offen, dann wissen wir, dass der weg ist. Und dann hätte ich gerne noch eine Liste mit Haltestellen. Wartend, Typ, Zeichnung, wartend. Er wartet hier keiner. Aufsteigend, absteigend.
So, hier haben wir Gerste und Weizen wartend. Wo muss denn das hin? Über Döbeln, Nordwestwald, Hafen. Ist das er, der das abholt? Jo. Also der bringt da noch 45.000 rüber, ne? Und hier wird wahrscheinlich 6.000 sind ja schon, ist ja schon mal was, ne? Und er hat aber gute Karten hier, also einen guten Verdienst, ne? Ja, läuft. Ja, jetzt wartet er da auf der Seite auf Beladung, ne? Auch gut, oder? Ich glaube, der braucht da gar nicht auf Beladung warten, ne? Weil... ja... hier ändern. Auf beiden Seiten 100% eingestellt. Und halt Zeitfaktor. Komm, lass so wie es ist. Läuft. So, das haben wir. Döbelns Mühle. Was sind das? 131.000? Ne, 13.100, okay. 6 und 4, Radolfzahl, Süddeutscher Alter, Getreidehof. Ja. Die sind auch ordentlich beschäftigt dann, ne? Die warten mit 6.000, ja, hatten wir auch schon. Da sind aber Schiffe unterwegs. Döbeln Waldweg, wo ist das? Das ist hier. Ah, da haben wir viele Paletten warten, Südfrüchte. Ach so, die müssen abgeholt werden, die Südfrüchte. Dann sollten wir mal gerade gucken, dass wir den LKW dafür finden. Das ist ein Bus. Busse. Da ist ein LKW, der macht die Südfrüchte, ne? Jo. Haben wir hier die Linie gefunden. Was machen die da? Der steht irgendwo. Wo steht denn der? Ach so, das ist wahrscheinlich dann hier flüssige Lebensmittel, der macht Milch. Ist die gleiche Linie, aber auch nur Milch. Okay. Der fährt ja. Der macht auch Plus. Der steht irgendwo, aber wo? Ach so, gerade in der Warteschlange wahrscheinlich, ne? Ja, super, oder? Er läuft hier auch, ne? Der findet keinen Platz, ey. Das ist ja doof. Tschüss, fahr mal weg. Vielleicht fährt er dann da rein. Ja, die Milch-LKW sind jetzt hier und bringen uns aber nichts, ne? Oder wie ist das? Wo fährt der lang? Ah, doch, wird doch tatsächlich da auch beladen. Ich dachte, der wird hier nicht beladen. Okay. Fahr mal weg, vielleicht kann der andere LKW mit den Südfrüchten dann da rein. Ja. Das hat gut geklappt, ne? Palettenware ist das, ne? Zack, Südfrüchte. Da sind sie. Ach, die können das alle transportieren. Sehr interessant.
Machen wir aber den, ne? Und den dahinter. Läuft. Döbelnhafen Markt. Da. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wo ist einer mehr? Dann 4. So, die sind unterwegs. Läuft. Wird besser werden, denke ich. Der Trecker ist übrigens weg. Was haben wir sonst noch hier? Landwirtschaftsgüter warten da noch. Okay. Den hatten wir gerade. Okay. Da wartet gut. Zum Baustoffhandel. Also der hier unten ist es nicht. Baustoffhandel, der war hier, ne? Weiß ich jetzt aber nicht. Haushaltsgeräte sind das hier, okay. 3000 Haushaltsgeräte. Wer holt die denn sonst so ab hier, hm? Weiß ich gar nicht. Kommt denn hier ein Stück gut Zug vorbei oder so? Weiß ich auch nicht wirklich. Welcher Zug wäre das denn, wenn hier schon mal keiner? Das ist der Maschinenzug auch. Da kann das auch nicht sein. Das auch nicht. Fährt denn da überhaupt einer Stück gut? Das ist Kohle oder so? Das auch. Ich glaube, das da unten war gerade Granulat. Ne, das sind alles Züge, die da nicht unbedingt lang fahren. Mhm. Ach, da sind auch Paletten auf Stück gut. Die bringt er weg. Ach so, die Maschinenteile sind Haushaltsgeräte. Gut. Davon haben wir noch 3000. Tja, was machen wir mit dem? 140 fährt er los. Was macht denn er sonst noch so? Guck mal gerade schneller. Wo ist er denn jetzt? Ach so, da packt er was anderes noch ein. Farbe, nee, ne, oder? Könnte doch sein. Der Baustoffhandel braucht, was braucht der? Baustoffhandel. Hä? Ist das der Baustoffhandel? Nein. So, der ist da, jetzt klar. Lackfarbe nimmt er noch ab, das ist es. Okay.
Dann haben wir das soweit erstmal. Der Zug wartet dann immer da auf Maschinenteile, aber das ist ja auch doof jetzt, ne? Weil hier braucht er jetzt unwahrscheinlich lange. Und in der anderen Zeit könnte er noch was anderes wegfahren, weil hier hat er Wartezeiten, bis was passiert. Aber dann können wir das auch umstellen. Ja, machen wir gerade hier auf und dann den. Und dann habe ich hier die Linie nämlich. Linie Stück gut. Mach das wieder zu hier, das brauchen wir jetzt nicht. Maschinenfabrik nach Rohstoffhandel. So, Linie ändern. Baustoff, Maschinenfabrik. Baustoffhandel. So, da einfügen. Einmal rüber. Maschinenfabrik. Und dann Baustoffhandel, das ist ja hier. So läuft. Gut. Gut. Jetzt müssen wir nur gucken, dass er da gleich losfährt, ne? Der war's. Komm, das eine Stück, was er da drauf hat, das brauchen wir jetzt nicht abwarten. Das lassen wir so laufen. Jetzt folgen wir dem noch gerade. Lassen wir schneller laufen. Hat das weggebracht. Fährt dahin, holt die Maschinen. Haushaltsgeräte. Holt nochmal Haushaltsgeräte. Und fährt dann hier drüben hin. Und da ist fast wieder voll. Sollte auch klappen, oder? Da darf er schon wieder. Einmal. Und zweimal. Jo, läuft. Guck mal, jetzt hat er da sogar vollkommen gekriegt. Passt super. Jetzt ist er auch immer unterwegs, ne? Kriegt er jetzt wieder volle Tour? Nicht ganz, jetzt dauert's länger. Aber das wird laufen. Gut, okay. Ja, aber ich sag mal, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.